is happening? What's happening? Thank you.
What's happening?
have to find her. Where are you, Jane? What the hell is happening? Tim, it's me again. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried.
Tim, it's me again. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried. Okay, guess this is it. Should come in handy. Thank you.
Oh Leute, ich hab. Erst jetzt habe ich gemerkt, dass ich meinen Koffer aus Versehen auf stumm geschaltet habe. Tut mir wirklich leid, Leute. Also, in Part 7. Also, in Part 7 habe ich ja, was ich sagen wollte. Ihr müsst ja alle drei Kerzen ausschalten, bevor man weitergeht. Die erste Kerze ist in einen Raum. Da, ihr bekommt drei Schlüssel. Jawohl, Katze, gut gemacht. In der, ein Raum, da bekommt er drei Schlüssel. Und der zweite ist, und der zweite Kerze, ist in der Toilette, dafür braucht er auch einen Schlüssel. Also ist in der Toilette, wo ich dann dauernd hier gestorben bin. Also, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ihr dürft euch nicht erwischen lassen, sonst müsst ihr wieder tausendmal wiederholen. Ihr werdet mich schon verstehen, warum ich, ganze Zeit auf Cut gemacht habe und überspringen, weil das dauert ja wirklich sehr lange, bis man das durchgespielt hat. Ja, dafür braucht man wirklich Geduld. Und ja, das war's eigentlich schon. Und in der Part 8, was ich sagen wollte, ja, also ihr müsst die ganze Zeit die Kette durchschneiden, weil sonst geht das nicht weiter. Also, was erstmal versucht, wenn ihr das selber spielt, versucht erstmal alles von hinten mit dem Weihwasser die Frau zu abzulenken und dann in 20 Sekunden an den Metall durchsägen. Versucht am besten 20 Sekunden zu machen und am dritten, wenn ihr die Frau am dritten Mal ausgelöst habt, dann nur einfach weitermachen. Einfach nur weiter und weiter und weiter machen. Dritte oder vierte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ja, und dann die Frau hat dann plötzlich den Mann gesehen, oder sich erhängt hat. Ja, Liebe kann etwas bedeuten, das stimmt. Ja, das ist ja klar. Die Frau hat also einen Mann gesehen, bestimmt ist die Frau so geworden wegen ihm. Die Arme. Ja, kann man auch gut verstehen, ey. Aber zum Glück hat er uns geholfen, ey. Und ja. Und, ja. Es wird ein Teil 2 kommen, Leute. Und ich freue mich wirklich auf den zweiten Teil, damit ich hier spielen kann. Also, was ich sagen wollte, ja. Gutes Horrorspielen. Lob an Thailand. Thailand hat wirklich ein gutes Horrorspiel gemacht. Also entwickelt. Wirklich gut, muss ich zugeben. Also ich kann mich nicht beschweren. Alles gut geworden. Und ja, Leute. Also. Grafik war auch gut. Schockmomente war gut. Jumpscare war gut. Und die. Und vor allem noch. Die Story war echt gut. Muss ich zugeben, ey. Oh ja. Okay, Leute, wie es in der zweiten Teil aussieht, weiß ich gesagt, ehrlich gesagt gar nicht. Wann es kommt, weiß ich nicht. Und ja, Leute, werde ich mal sagen, danke schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Es wird mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und ja. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, dann könnt mich gerne abonnieren, damit ihr meine Videos zukünftig nicht verpassen könnt. Und was ich noch sagen würde ist, vielen herzlichen Dank, Leute, dass ihr es zugeschaut habt. Vielen herzlichen Dank. Und ein Lob an Thailand. Gutes Spiel, Thailand. Ich hoffe, ihr macht noch den zweiten Teil. Ja, wie es weitergeht, erfahren wir erst im zweiten Teil. Dann sage ich mal au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.